Bei den eisigen Temperaturen, die zurzeit herrschen, kann man sich sicher auch einen gemütlicheren Job in so einem schön beheizten Büro vorstellen. Fabio Silano ist allerdings Postbote und muss jeden Tag auf Tour raus in die Kälte. Wann fängt denn Ihre Schicht eigentlich an? Viertel ab vier. Und also bis um halb acht sind wir drinnen. So halb acht, die acht gehen wir dann unten raus. Halb acht, da ist es ja wahrscheinlich nicht mehr dunkel. Was war denn so die kälteste oder der kälteste Tag, die kälteste Schicht, die Sie bisher hatten? Also jetzt ist Samstag und Montag, das war am kältesten. Man sieht hier am TÜV, es hat so integrierte Handschuhe. Braucht es die denn auch? Ja, unbedingt, aber sie nützen halt nach einer gewissen Zeit nicht mehr so viel. Sie haben gerade gesagt, die nutzen nach einer gewissen Zeit nicht mehr ganz so viel. Spürt man seine Hände am Ende der Schicht überhaupt noch? Also am Samstag habe ich sie nicht mehr gespürt. Das war ganz schlimm. Gibt es denn eigentlich auch so Erlebnisse, dass zum Beispiel Leute, die Brief oder Post von Ihnen bekommen, sagen, Mensch, kommen Sie rein, hier haben Sie einen heißen Tee, oder haben Sie sowas noch nicht erlebt? Mal, das gibt's. Schnell aufwärmen, einen Kaffee vielleicht schnell. Das nimmt man dann gerne. Sie sind ja prädestiniert als Postbote, der eben draußen Dienst schieben muss, vielleicht für Kältetipps. Haben Sie da irgendein Geheimrezept oder einen Tipp für die Leute, die sonst drinnen arbeiten? Ach, Rezept, schwierig. Also ich glaube, man gewöhnt sich daran mit der Zeit, oder? Man härtet sich ein bisschen ab. Aber Rezept, nicht wirklich. Eine abschließende Frage, wenn Sie so überlegen, seit wann machen Sie den Job und hätten Sie dann bei so einem Wetter doch gerne einen anderen Bürojob zum Beispiel? Also ich bin 11 Jahre auf der Post und ja, im Winter hat man schon lieber etwas drin, ist schon klar. Dafür ist im Sommer wieder schöner.